Pressekonferenz vor dem vorletzten Saisonheimspiel am Sonntag 13:30 gegen Wacker Nordhausen. Klaus-Dieter Wollitz hat Platz genommen. Du wirst sicherlich zu Beginn ein paar Worte verlieren und danach dürft ihr eure Fragen stellen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Das Positive, das gibt keine Verletzten zu vermelden aus dem letzten Spiel in Luckenwalde. Der Rest wurde dann geschrieben, kommuniziert. Wir haben am Mittwoch nach dem Spiel dann spontan den Spielern einige Stunden freigegeben. Ich weiß, dass da auch kontrovers drüber gesprochen wird, aber ich glaube, dass wenn ich da jetzt auch noch gesagt hätte, da mache ich nicht mit und das unterstütze ich nicht. Für das, was wir dann immer einfordern, zumal wir nicht am Sonntag ein Spiel haben, wo es im Viertelfinale Champions League geht, glaube ich, habe ich das aus tiefster Überzeugung gemacht und unterstütze und auch einfach Danke zu sagen für 29 fantastische Spiele. Ich hätte mir nicht getraut, das zu träumen, dass wir am 29. Spieltag das erste Etappenziel schon erreicht haben mit einem Punktevorsprung, der mehr als ansehnlich ist, der mehr als Ausrufezeichen ist. Und von daher war das, glaube ich, für diesen Moment das Richtige. Aber jetzt geht es darum, sich neue Ziele zu setzen. Neue Ziele sind Sonntag, das erste Meisterschaftsspiel nach dem großartigen Erfolg, obwohl das ja nur die goldene Ananas ist. Man muss sich vorstellen, normalerweise ist das eigentlich das Schönste, wenn du vorzeitig Meister wirst und kannst die letzten Spiele dann so gestalten, wie man sich das oft auch wünscht. Aber gut, die Situation ist anders, weil das von Menschen entschieden worden ist, die wahrscheinlich noch nie auf dem grünen Rasen gestanden haben, noch nie in der Verantwortung einer Mannschaft begleiten oder in dieser Situation gekommen sind, einfach mal dieses Gefühl mitgemacht zu haben. Geht es darum, Sonntag und auch nächste Woche Mittwoch werden wir weiterhin dafür sorgen, dass Spieler Spielpraxis bekommen, weil wir da in der Liga keinen falschen Wettbewerb machen, sowohl gegenüber Nordhausen nicht und auch gegenüber dem BFC nicht. Danach wird es so, stand jetzt in der Konstellation, mit Viktoria, Altklinik und Neugersdorf sind wir sehr verantwortungsbewusst und auch sehr professionell. Das heißt nicht, dass da auch weiterhin, aber wenn dann mal ein Spiel durchrutscht, jetzt in den nächsten beiden Spielen, ist das in der Liga nicht so dramatisch, weil zwischen zweiten und dritten Platz, auch das ist natürlich wichtig, aber ich glaube, das ist verkraftbar beim Abstieg. Glaube ich, sind wir als Meister der Regionalliga Nordost der Liga absolut verpflichtet. Ich habe auch schon viele Anrufe bzw. Links gekriegt, auch Glückwünsche und natürlich auch mit den Links, weil es werden mehr Absteigen als letztes Jahr. Und es werden dann Mannschaftstreffen, die dann davon benachteiligt werden, dass andere Vereine aufgrund ihrer sportlichen Situation dann Insolvenzanträge gestellt haben, um gestärkt in der Regionalliga Nordost nächstes Jahr zu beginnen. Und von daher möchte ich diesen Weg dann nicht mitgehen und sagen, in den drei Spielen auf jeden Fall komplett. Und jetzt, wie gesagt, am Sonntag und am Mittwoch wird es Spieler geben, die weiterhin Spielpraxis kriegen sollen. Das heißt aber nicht, dass wir das dann abschenken, aber zumindest haben wir das, wo wir das in Meusewitz gemacht haben, das Spiel nicht gewonnen. Danke. Gestatten Sie, Herr Wollitz, zunächst, und ich nehme mal in Anspruch für die anderen Kollegen auch, in Respekt für diese Leistung und die Meisterschaft auszudrücken und alles Gute zu wünschen für die weiteren Tage. Jetzt zur Frage, ist Nordhausen und dann der BFC jetzt der richtige Maßstab für die Relegationsspiele von der Leistungsstärke her? Denn Nordhausen ist ja allgemein bekannt, gestern hat es auch nochmal im Kicker gestanden im Interview mit Volkan Uluc, welche Ziele die im nächsten Jahr verfolgen.
sozusagen, dass man genau sehen kann, wo stehen wir wirklich, wenn dann Ende Mai das Spiel kommt. Also ich habe gestern den Bericht nicht gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nächstes Jahr Erster werden wollen, so wie in den letzten 3-4 Jahren auch. Also ich glaube, dass sich da in der Ausrichtung nichts geändert hat. Ich bin für meine Mannschaft Sonntag verantwortlich und werde das so aufstellen, dass die Spieler, die weniger gespielt haben, erstmal denen Danke zu sagen, weil sie haben den mit dem großen Anteil daran, dass wir so viele Punkte gehabt haben, geholt haben bis hierhin, aufgrund der guten Trainingsqualität. Und Teamgeist kann man nur dann auch begleiten, wenn man das auch unterstützt, beziehungsweise auch den Spielern die Möglichkeit gibt, zu spielen. Und wir möchten den Spieler, den Kader, auf, das habe ich jetzt mehrmals gesagt, auf 18, 19 Spieler bringen. Und dafür braucht man Spieler. Das war genauso am Mittwoch. Am Mittwoch mit Karpstein und Grundmann und auch Raut. Was ist denn, wenn ein Tag vor der Relegation Stein, was ich nicht hoffe, und Mato wieder Durchfall kriegen und können nicht spielen? Und dann hat Grundmann ein Spiel gemacht oder gar kein Spiel, beziehungsweise mal im Pokal gespielt und in der Vorbereitung, weil wir haben es probiert mit Paul Germann. Das hat mir aber nicht gefallen in der Innenverteidigung. Und deswegen hat am Mittwoch da gespielt. Und ich kann auch sagen, er wird auch am Sonntag spielen. Aber auch klar mit der Maßgabe, biete dich an für mehr. Biete dich an, auch um eine Alternative zu sein. Biete dich auch an, um am Ende des Tages auch im Kader zu sein. Wir müssen ja auch dann vor diesen Finalspielen den Kader bestimmen. Und da möchte auch jeder dabei sein. Und da gilt es auch, sich anzubieten, zu zeigen, auch unter Druck. Und dann vom eigenen Publikum, ich hoffe auf eine großartige Unterstützung, wie hoffentlich letzte Woche gegen Fürstenwalde. Und unter Druck dann Fußball zu spielen. Nochmal, wir wollen das nicht abschenken. Ich möchte nur diese Spieler weiterhin Spielpraxis geben, weiterhin Spielkonditionen geben und auch mit dem Wissen, sind sie überhaupt in der Lage? So, und deswegen war es wichtig, am Mittwoch den letzten Schritt zu gehen. Auch dann, das ist ein anderes Gefühl, wenn du auf dem Platz stehst und diesen letzten Schritt gegangen ist, einfach auch zu zeigen, vielen Dank für das, was du hier jeden Tag leistet, obwohl du nicht so oft berücksichtigt worden bist, weil es nicht so oft den Grund gab, zu wechseln. Aber jetzt, in den beiden Spielen, weil wir da in der Liga nichts kaputt machen. Ich habe das letzte Woche gesagt, ich hätte mir das nicht getraut, mit Energie Cottbus beim BFC, bei Chemie Leipzig, mit mehreren Jugendspielern zu spielen. Ich kann das verstehen, kann das nachvollziehen. Nur dadurch hat der BFC eine größere Chance, die Liga zu erhalten. Was ich die Demut gönne und wünsche. Ich gönne gar keinen den Abstieg. Aber das ist, wenn wir das gemacht hätten, ich weiß nicht, wie das angekommen wird, aber in diesen beiden Spielen, jetzt am Sonntag und am Mittwoch, da können wir das mit reinem Gewissen machen und auch den Druck gegen den Tabellenzweiten und Dritten, wünsche ich mir mehr denn je auch da zu bestehen und den Spielern oder die Spieler können auf sich aufmerksam machen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste mit Spielkonditionen, mit Spielpraxis. Und das brauchen wir. Wir haben zum Beispiel Siebeck. Wir haben keinen anderen linken Verteidiger als Schlüter. Jetzt haben wir ihn linker Verteidiger gespielt. Der hat in der Hinrunde im DFB-Pokal in der ersten Runde mit Karlsruhe gegen Bayer Leverkusen linker Verteidiger gespielt. Der hat fantastisch gespielt. So, das wollte ich jetzt nochmal abrufen. Was ist da? Wenn wir da auch wieder was brauchen, glaube ich, hat das mit viel Weitsicht zu tun. Und auch extrem viel Respekt vor unseren Spielern, die diese Leistung im Training immer gebracht haben. Und den einen oder anderen Spieler kann ich jetzt gerade mal, was heißt eine Pause geben? Sie sollen regenerieren. Wir machen dann ein Regenerationsprogramm. Ich habe heute Morgen längeres Gespräch mit unserem Athletiktrainer gehabt. Das ist alles vorbereitet. Und dann werden wir die restlichen Spiele nach dem BFC dann so versuchen zu gestalten, dass alle dann so eine Spielpraxis haben, so eine Spielkondition. Ich hoffe, dass nichts passiert. Marcelo de Freitas geht es besser, wird aber jetzt für Sonntag noch nicht zur Verfügung stehen, aber höchstwahrscheinlich am Mittwoch beim BFC. Also nochmal, es soll kein Abschenken sein, im Gegenteil. Ja. Ich wünsche mir, dass die Spieler, die weniger gespielt haben, am Sonntag hier alles raushauen und auch, sich aufmerksam machen. Sowohl für unsere Mannschaft und auch dann für mehr. Die
Die Meisterschaft im Nordosten ist entschieden. Im Norden, dem künftigen, möglichen, nicht künftigen, aber Relegationsgegner, ist noch ja, der Kampf heiß im Brand. Wie läuft denn im Moment Ihre Planung? Da planen Sie dreigleisig, beobachten Sie alle drei möglichen Kandidaten. Haben Sie sich vielleicht schon mal einen angeschaut? Wie ist das da zwischen Wolfsburg, Hamburg und Flensburg? Ja, sogar viergleisig. Ne? Obwohl nach der Niederlage gestern von Lübeck wird es natürlich für die ein bisschen schwer. Aber rein mit den Nachholspielen, wenn sie alles gewonnen hätten, wären sie auch noch ein heißer Kandidat mit der Niederlage gestern. Muss man abwarten. Da sie natürlich gestern gegeneinander gespielt haben, war das natürlich für uns in der Beobachtung ein guter Moment. Wir haben jetzt Weich haben wir viermal live gesehen. Wolfsburg aufgrund der zweiten Mannschaften auch schon sehr oft in der Hinrunde. HSV zweimal live gesehen, Lübeck gestern das erste Mal, ja, wird weiterhin beobachtet. Nach der Niederlage von Weiche am Sonntag in Hildesheim hat man gedacht, okay, Wolfsburg, jetzt haben sie wieder zweimal gewonnen, einmal 5-0 gegen Altona und 1-0 gegen Mitkonkurrenten Lübeck. Müssen wir alles unter den Schirm nehmen, werden wir auch machen und wir haben alle Spiele, weil da gibt es die Ligen, die nehmen jedes Spiel auf in der Regionalliga Nord, kannst du kaufen, das haben wir gemacht, um dann auch über das Videostudium die Eindrücke, die man dann live bekommt. Und übrigens, also ich habe jetzt vor dem Spiel Luckenwalde, habe ich ja gesagt, in der Nacht habe ich mir schon zwei Spiele angeguckt, jetzt nach dem Spiel Luckenwalde habe ich darauf verzichtet, weil hätte ich sowieso nicht so viel gesehen, weil ich dann einfach vom Kopf her. Aber ab nächste Woche geht das dann richtig los. Und auch live vor Ort, wenn ich die Möglichkeit habe, selber zu gucken, dann werden wir das natürlich selbstverständlich machen. Aber ich glaube, das ist nichts Neues. Wir haben auch im Pokal Bezirksligisten beobachtet. Und da lasse ich nichts den Zufall. Im Gegenteil, man kann nicht Professionalität einfordern von den Spielern und selber nicht Profi sein. Also, das ist, glaube ich, ein schlechter Scherz und wäre keine gute Begleitung. Wir werden am 24. und am 27., was die Vorbereitung und die Analysen betrifft, denke ich, gut vorbereitet sein. Und da gibt es aber auch im Fußball immer Überraschungen. Was stellt der Gegner sich vor? Wie sieht er uns, um sein Personal richtig aufzustellen? Und das mache ich auch. Deswegen möchten wir 16, 17, 18 Spieler haben, um aus den Vollen zu schöpfen. Ich denke, dass jetzt es gut war, Scheithauer mal 3-4 Mal am Stück hintereinander spielen zu lassen, ihn drauf zu lassen, weil er hat einen Lauf, das sieht man dann in der letzten Aktion am Mittwoch. Mama ist er sowieso da, aber auch dann die anderen Spieler, Geißler, jetzt mal wieder 90 Minuten gespielt zu haben, Karpstein zu spielen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir Zickert und Knechtel auch noch herankriegen und dann sind wir ja bei 18 Spieler und ich denke, das ist vorzeigbar für die Regionalliga. Nur diese Spiele, die dann kommen, das wissen Sie selber. Deswegen ist da meine Euphorie relativ begrenzt. Das sind 50-50 Spiele. Davon zu sprechen, das ist ein Top-Los. Das Einzige, der kleine Vorteil könnte sein, dass wir erst hin und dann zu Hause am Sonntag, da bin ich mir sicher, vor mindestens 15, 16, 17, 18.000, wenn nicht sogar vor 20.000. Das hat die Mannschaft sich erarbeitet, da die den 12. und 13. Mann. Aber da muss man vorher auch seine Hausaufgaben machen im Auswärtsspiel. Und das habe ich am Mittwoch auch zu der Mannschaft gesagt. Du hast nur dann eine realistische Chance, sowohl am Mittwoch, aber auch in den anderen Spielen, wenn du den Gegner mit großer Respekt begegnest und mit großer Demut und nicht mit Überheblichkeit und sagen, das muss ich ja mal grundsätzlich schaffen. Ich glaube, das ist der völlig falsche Begleiter und der falsche Ansatz. Wie fällt denn die Einschätzung aus dieser beiden speziell in der Innendeckung spielenden Karpstein und Marc Grundmann? Haben Sie die Erwartungen erfüllt, gerade der Grundmann, der nun nahezu gar keine Spielpraxis hat, wir haben gerade gehört, gerade mal ein bisschen Pokal und so. War es das, was man auch im Training sieht, wenn ihr immer davon redet, ja, die zweite Mannschaft oder die B hat wieder gegen die A gewonnen, also haben sie ja auch ihre Qualitäten, konnten gerade die beiden Innendecker das darstellen? Ja, ich glaube, Karpstein kann sich ja schon als nicht nur als Alternative, das ist ja ein Bestandteil, der mit Stammspielerpotenzial
was er ja auch sehr oft gezeigt hat. Nur da habe ich das Glück, dass wir zwei fantastische Innenverteidiger auf der linken Seite haben. Also Joe ist ein sehr aggressiver, kopfballstarker, zweikampfstarker Spieler. Malte ist ein Junger, der ein sehr gutes Aufbauspiel hat. Da kann ich variieren, das tue ich auch. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Bei links, bei der Bulle, so wie wir ihn nennen, Grundmann ist halt, Stein ist der Kapitän, Stein ist ein Leader. Stein hat die größte Erfahrung in der Mannschaft. Und da kann ich nicht immer ihn rausnehmen. Da kann ich nicht sagen, okay, drei Spiele du, drei Spiele du. Das geht nicht. Aber der Bulle hat das bestätigt, was er im Training zeigt. Und deswegen ist es wichtig, nach Mittwoch, jetzt Sonntag nochmal zu spielen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Gegen einen guten Gegner. Das war in der Hinrunde die Mannschaft, die uns am meisten abverlangt hat. Das war ein sehr glückliches Unentschieden. Sie haben sehr, sehr gute Spieler im Offensivbereich. Sie haben sehr, sehr gute Spieler bei Standardsituationen. Also werden wir da am Sonntag richtig gefordert. Aber genau das brauchen wir nicht, weil ich möchte jetzt nicht den Eindruck hinterlassen oder erwecken, ja, gegen Luckenwalde sind sie gut genug. Nein, nein, nein. Gegen Luckenwalde war es, einen Spielrhythmus zu bekommen, Spielkondition zu bekommen, um am Sonntag dann den nächsten Schritt zu gehen. Das hatte ich immer im Hinterkopf. Gut ist, dass es so gekommen ist. Und jetzt müssen sie am Sonntag das natürlich zeigen. Also da ist auch eine Erwartungshaltung. Das ist jetzt nicht so, dass ich da nur eine Hoffnung habe, sondern ich habe eine Erwartungshaltung, dass die mal richtig auch vor Publikum mal richtig was anbieten und wo die Leute sagen, das ist da im Hinterhand sind da richtig gute Spieler, da kann man sich drauf verlassen. Ich sage nochmal, keiner weiß, was am 21.24. passiert, wie mit uns umgegangen wird, wie verkraften das die Spieler. Sich dann nur auf das Stammpotenzial verlassen, deswegen Stammpotenzial, weil die halt die meisten Spiele gemacht haben. Aber ich sage nochmal, wenn man nur ein Spiel alle 7 Tage hat, warum muss man dann wechseln? Warum soll man dann wechseln? Zumal die Spieler das ja mit ihren Leistungen untermauert haben und dann auch zu Recht immer unter den ersten 11 gestanden haben. Ich meine, wir haben 4 Auswärts-Gegentore bekommen. Ja? Wir haben insgesamt nur 10 Gegentore bekommen. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, geh mal raus, Startelf, geh mal raus und Stein oder Matuwiele oder Karpstein oder Lasse Schlüter, glaube ich, 14 Tore vorbereitet. Habe ich zwar die Verantwortung, aber ich muss es auch erklären. Aber eine Erklärung ist, die muss aber auch so ankommen, dass das nachvollziehbar ist. Eine Erklärung zu geben, um einen anzulügen, ich glaube, das macht wenig Sinn. Aber jetzt sind wir in der Situation, wo wir aus meiner Sicht verpflichtet sind, das zu machen, um uns die bestmöglichen Chancen gemeinsam zu geben, zumal die Mannschaft, ja, das sagen Sie ja selber in den Interviews, das sehen Sie auch, wie sie miteinander arbeitet und miteinander auftreten, dass er auch mit unterstützt. Und ich denke, dass das auch richtig ist. Aber jetzt, Fabio Vittoriti wurde nach dem Luckenwalde-Spiel auf die Frage nach der Relegation zitiert mit dem Satz, wir können jeden schlagen. Ist das gesundes Selbstvertrauen oder müssen die jetzt aufpassen, dass sich der eine oder andere nicht zu weit aus dem Fenster lehnt? Damit hat er recht. Ich glaube auch nicht, dass das überheblich ist. In der Aussage, wir können jeden schlagen, wenn wir gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das haben wir dann in der Liga gezeigt. Und das haben wir auch gezeigt, dass wir, ich sage nochmal, wenn man im Landespokalfinale ist, dann hat man da auch seine Ernsthaftigkeit nachhaltig nachgewiesen. Und wenn man in der Liga in 15 Heimspielen 43 Punkte holt, das ist nur einmal unentschieden, aber nur weil einmal dann auch, da wissen Sie, da in der entscheidenden Szene war ein bisschen sorglos und das ist dann mal bestraft worden, als hätten wir wahrscheinlich eine weiße Weste. Ich weiß auch, dass in der Verantwortung für Sonntag auch einiges liegt. Aber ich bin mir aber sicher, dass gerade dann die jungen Spieler, wenn sie es richtig machen und sie das Publikum auf ihre Seite holen, in denen sie leidenschaftlich spielen, wofür Cottbus steht, dann haben wir Sonntag sogar ein richtiges Fest und diese Spieler da richtig Rückenwind mit rausnehmen können. Also würde ich das untermauern. Wir können jeden schlagen, wenn wir fokussiert sind, wenn wir konzentriert sind und vor allen Dingen,
vor allen Dingen demütig bleiben. Dann können wir jeden schlagen. Ich sage nochmal, das wissen Sie. Das ist ein gutes Beispiel, gerade nach dem Stuttgart-Spiel, 5 Tage später nach Auerbach zu fahren und 4-0 zu gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich. Da sind andere Mannschaften schon dran zerbrochen, weil sie gesagt haben, 120 Minuten, das stecken die nicht weg. Und wir waren in den 120 Minuten wirklich läuferisch auch die beste, taktisch auf Augenhöhe. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Deswegen wäre es auch gut, vielleicht in den letzten beiden Heimspielen nochmal so viel Zuschauer wie möglich zu bekommen. Einfach dieses Gefühl zu haben, auch unter Zuschauer spielen zu können. Das ist nochmal, das eine wünscht man sich, aber das andere muss man dann auch können. Du musst dieses Publikum musst du auf deine Seite holen. Und da musst du nicht, indem du 3 Übersteiger machst und 3 Spieler ausspielst, sondern du musst das so machen wie Kevin Schalthauer in Berlin in der 91. Minute an der Seitenlinie nochmal 3-mal den Ball ins Ausgrätscht. Dann steht das Publikum da, weil sie sich damit identifizieren, weil sie sich da wiederfinden. Und diese Möglichkeiten, so wird am Sonntag die Mannschaft ausgerichtet sein, so wird sie aufgestellt sein. Und das ist die Aufforderung, alles da in ein Spiel zu investieren, in den Zweikämpfen, in der Mentalität, was in so einem Stadion gehört. Leidenschaft, Willensstärke, absolute Identifikation. Da bin ich mir sicher, dass wir am Sonntag auch gerade auch in den Aussagen gesteckt, obwohl ich es noch nicht gelesen habe, aber glaube ich Ihnen natürlich, nächstes Jahr wollen wir dann Erster werden, was dann eigentlich schon seit 4 Jahren der Fall ist. Das werden wir dann zeigen, dass wir am Sonntag auch mit den Spielern, die ein bisschen weniger gespielt haben, aber auch mit der Qualität und mit dem Charakter und mit der Einstellung des Energie-Cocktails am Sonntag alles dafür tun werden, weiterhin erfolgreich zu sein. Das klang auch fast wie ein Schlusswort, aber Sie dürfen natürlich nicht mehr rein. Wenn wir schon um 13 Uhr anfangen, dann können wir noch ruhig bis jetzt. Übrigens, nochmal als kleine Sentenz, das haben Sie auch vor 5 Jahren mal selbst hier erlebt. Sie haben mit Ihrer damaligen Mannschaft Hoffenheim, die damaligen Überflieger der Bundesliga, glorreich aus dem Pokal geschlagen und 3-4 Tage später haben sich beim damaligen vorletzten oder drittletzten Karlsruhe dann doch einen Joke geleistet. Können Sie sich erinnern? Aber da kann ich mich sehr gut dran erinnern, da haben wir 1-0 verloren. Sonntags war das. Und anschließend haben wir noch die Auslosung am Flughafen live miterlebt. Ich kann mich deswegen gut dran erinnern, ich habe mehrere Spieler gefragt, ob sie fit sind, ob sie ausgeruht sind. Und diese Spieler, die hier gegen Hoffenheim ein fantastisches Spiel gemacht haben, die haben an dem Sonntag, die ich gefragt habe, haben nicht ihre Leistung gebracht. Und das passiert mir nicht nochmal. Und deswegen, wenn ich jemanden frage und er sagt, er ist fit und bringt läuferisch nichts, einen Fehler kann man machen. Man kann einen Abspielfehler machen, man kann einen taktischen Fehler machen. Aber da sind 4-5 Mann nachweislich nicht das abgerufen, läuferisch, was man gerade in so einem Spiel Karlsruhe, die da im Abstiegskampf waren, leisten muss. Zumal wir dann das 1-1 erzielt haben. Ich glaube, Hünemeier köpft oder Rotscher köpft und Hünemeier nimmt ihn das Tor vor der Linie weg, aus dem Abseits heraus. Wenn er aber nichts gemacht hätte, wäre es kein Abseits gewesen. Ich kann mich an allen Spielen erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir sonntags in Oberhausen gespielt haben, 4-0 gewonnen haben und mittwochs im Pokal in Wolfsburg vor Weihnachten und wir wollten zurückfliegen, wir konnten aber nicht zurückfliegen, weil ein Wintereinbruch kam und die Mannschaft wollte aber nicht da übernachten und sie wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Wir sind dann morgens um 5 Uhr hier angekommen und 2 Tage später haben wir den deutschen Meister Wolfsburg als Zweitligist in dem Spiel, finde ich schon eine Lektion erteilt, wie man als Zweitligist taktisch und fußballisch Spiele gewinnt. Ich habe alles im Hinterkopf. Ich bin, weil das diese Woche nochmal drin stand mit dem Videobeweis, wir sind im Pokal ausgeschieden, völlig zu Unrecht, klaren Elfmeter nicht bekommen, ein klares Tor erzielt in Duisburg und haben 4 Tage später oder 3 Tage später 5-0 bei Paderborn gewonnen mit dem vierfachen Torschützen Pettersen und das 5. Tor hat Marc-André Kuska geschossen. Also Sie können mich alles fragen. Ich bin ein Lexikon, auch wenn ich keinen Computer habe oder wie nennt man das? Ich bin kein Computertrainer. Bin ich aber ein Lexikon, der alles hier oben abgespeichert hat. Meine Festplatte funktioniert noch. Meine Frage ist auch nur kurz. Sie sind, glaube ich, in der vergangenen Woche
2 Jahre jetzt wieder in Cottbus, ja, wenn mich nicht alles täuscht. Am 12. April. 12. April, danke. Und wenn man die 2,5 Jahre da mal zusammenrechnet, müssten Sie nach meiner Überschlagsrechnung inzwischen schon der drittdienstälteste Trainer bei Energie sein. Wie viel muss man erreichen, um der Dienstälteste zu sein? 10. Das dauert noch. 10? Also in Osnabrück habe ich das geschafft. Ne? In der ersten Amtszeit 5 Jahre. Dann Halbfinale Duisburg und in Osnabrück nachweislich wegen Wettskandal abzusteigen. Mehrere Spiele in der Saison verschoben. Also mir muss auch keiner erzählen, wie man mit gewissen Sachen umgeht. Und dann der Zweitdienstälteste, wie viele Jahre hat er? Fritz Wohler. 6 oder 5,5. Sechs. Okay, dann haben wir ja noch gemeinsam einige Aufgaben vor uns. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange ertragbar bin. Also ich kann das gar nicht. Das müssen Sie aber Aufstieg auf jeden Fall. Ja, aber Aufstieg auf jeden Fall. Sie fahren selbst davon. Aber die Frage geht jetzt in folgende Richtung. Sie haben ja schon selbst das, beziehungsweise ich habe das nochmal in Erinnerung gebracht, das Pokalhalbfinale. Ist das vergleichbar, der Erfolg von damals? Oder bewerten Sie den Erfolg mit dieser Mannschaft, die hier zusammengebaut werden musste, für die es nicht viel Geld gab, ist der höher zu bewerten? Das ist unterschiedlich. Erstmal Liga-Zugehörigkeit. Und damals muss man sagen, nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat der Verein, wo der mir das Vertrauen ausgesprochen hat, diesen Umbruch zu machen, im ersten Jahr extrem viel Rückendeckung gegeben. Sie können sich selber daran erinnern, das lief nicht so gewünscht. Also viele haben ja, wie das dann so ist, weil dann kann man sich ja auch hinter verstecken. Als Absteiger bist du gleichzeitig der Favorit wieder, um aufzusteigen. Ich hatte ja da diesbezüglich eine andere Meinung, habe sie auch heute noch. Aber da hat der Verein mir extrem Rückendeckung gegeben, Vertrauen ausgesprochen, wirklich mich da begleitet um Arbeiten. Und dann im zweiten Jahr mit den richtigen Entscheidungen, um das zu verändern. Sie wissen noch, mit Adlung und so, da haben wir natürlich Spieler dazu bekommen, die außergewöhnliche Reimering, die außergewöhnliche individuelle Qualität hatten zu dem, was wir hatten. Ist im Prinzip eigentlich, das kann man vergleichen im letzten Jahr und dann im Sommer die richtigen Entscheidungen zu treffen mit Zimmer, um der Mannschaft noch mehr, Ballbesitz ist schön, aber man muss auch mit dem Ballbesitz was anfangen können. Und ich glaube, das hat er bis hierhin eindrucksvoll gezeigt. Aber da habe ich auch die Unterstützung gehabt, gerade in den 2 Jahren. Im dritten Jahr, da muss man einfach sagen, ich habe mich da nicht wiedergefunden. Weil, wenn Sie Pettersen abgeben, 26 Tore, Chai abgeben, oder beziehungsweise er verlängert nicht, weil er einen auslaufenden Vertrag hat, und Jula, die standen für 48 Tore. Für 48 Tore. Und nach dem 17. Spieltag waren wir 7. oder 8. Und ich hatte nie das Gefühl, dass noch jemand zufrieden ist. Und dann sage ich Ihnen, da bin ich konsequent, da ziehe ich meine Konsequenzen. Da bin ich zum Präsident gefahren und habe ihm gesagt, ich möchte das nicht mehr, weil es in die falsche Richtung geht. Es war klar nach den Abgängen. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, am 2. Spieltag in Duisburg, wo wir gewonnen haben, hat sich Brenzka, ein ganz wichtiger Spieler als Persönlichkeit, die Achillessehne gerissen. Der kam nie wieder richtig so auf die Beine. Und Sörensen, Syndesmosisband. Wir haben auch in der Größe, jetzt gucken Sie mal die 5 Spieler, die standen zwischen 1,86 und 1,94, was wir da an Qualität verloren haben. Und aber 7. Platz nicht der schlechteste oder 8. Platz mit 23 Punkten. Zumal wir hier in dem Spiel samstags mit der 3-1-Führung Frankfurt eigentlich uns alles versaut haben mit dem 2-3 und 3-3. Und damit ist es, und mussten dann zweimal auswärts in Braunschweig beim Aufsteiger, die das in dem Jahr richtig gut gemacht haben. Und bei Fortuna Düsseldorf. Also auch diese Spiele habe ich noch im Hinterkopf und die kann ich auch sofort reflektieren. Aber diese 5 Spieler, und da hatte ich einfach das Gefühl, diese Geduld, die ich die 2 Jahre bekommen habe, die habe ich nicht mehr gehabt. Und wenn Sie wieder was Neues aufbauen müssen, dann brauchen Sie Geduld und gucken Sie andere Mannschaften, die diese Abgänge hatten in der 2. Liga, die haben ein Jahr später immer gegen den Abstieg gespielt oder sind teilweise gar abgestiegen. Aber man hat sich dann halt hier dafür was anderes entschieden. Ich bleibe dabei, dass ich damals hier eine fantastische Mannschaft hinterlassen habe, mit Perspektive, mit Talent, mit Identifikation.
Und was danach passiert ist, das steht mir nicht zu, das zu beurteilen und steht mir schon gar nicht zu, Kritik zu äußern. Und da sage ich Ihnen auch was. Ich habe so ein Problem damit. Als ehemaliger Trainer oder ehemaliger Manager oder ehemaliger Spieler den Vereinen Ratschläge zu geben, wo man gespielt hat. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich gekriegt habe jetzt über den VfL Osnabrück, um mich da mal zu positionieren. Das meine ich, weil ich überhaupt nicht weiß, was da intern passiert. Also wenn man Ratschläge gibt, dann eigentlich nur Ratschläge, hoffentlich, dass die Ziele, die man als Verein ausgegeben hat, dass man die erreicht. Das würde ich als Ratschlag geben und auch aus Respekt für den Nachfolger mit dem Wissen, dass jede Aufgabe schwer ist, sie zu bewältigen. Da habe ich so immer mein Problem. Der eine weiß es besser als der andere und früher war es so und früher war es so. Man lebt in Hier und Jetzt und in Hier und Jetzt ist eine andere Herangehensweise, wie das früher war, ohne da die Wertschätzung gegenüber zu verlieren. Das habe ich auch letzte Woche gesagt. Was 97 hier entstanden ist, als Beispiel, ich meine jetzt nicht die 97er insgesamt, aber was hier entstanden ist, das ist außergewöhnlich und gilt nach wie vor im größten Respekt, aber trotzdem kann man das nicht mehr miteinander vergleichen. Ich hoffe, das war ein gutes Schlusswort. Das war es auf jeden Fall. Und wer auch das alles wissen möchte, was der Trainer in seinem Lexikon hat, der, dafür gibt es die Museumsseite des FC Cottbus, die engagierte Fans betreiben. Und kann man alles nachlesen, auch welche Trainer wie lange bei uns waren. Die Körpergrößen unserer Spieler von 1,86 bis 1,90 und so weiter. Das kann 94, ich euch mal mit ans Herz legen. Drückt uns die Daumen. Peter Brenzka, wer war 1,94? Das wären sie. Und Laufmaschine, Laufpaps. Laktat 5,12. Also die anderen waren fix und fertig, da fängt er gerade an, erstmal auf Tempo zu kommen, also auf Temperatur. Ja. Toller Spieler, toller Mensch. Aber dennoch fotografisches Gedächtnis. Ja. Bei den vielen Spielen. Können Sie mir. Ich kann mir auch noch entsinnen, dass Sie nach dem 3-3 in Frankfurt das Remis gemacht haben, schon so eine leise Ahnung hatten und sagten, hoffentlich ist das nicht ein Signal in die falsche Richtung. Habe ich gesagt im Live-Interview mit Heribert Bruchheim, weil dann auch nochmal die Frage aufkam, dass ich ja vorher verhandelt habe mit Heribert Bruchheim mit dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt. Da kann ich auch sagen, habe ich damals schon gesagt, ich habe keine Verhandlung mit Heribert Bruchheim geführt. Es war einfach so, aber es wurde von einem ehemaligen Manager von Energie Cottbus reingestreut. Das ist, als ob er dabei war. Deswegen handeln wir manchmal mehr über andere als über sich selbst. Ja. Dann beenden wir das erstmal noch offiziell. Macht noch ein bisschen Werbung für Zuschauer. Wir hoffen, dass sie heute am Sonntag freuen dort. Ist das auch schön, weil ich auch vorverkaufe. Wir legen uns auch 3.000 zu. Also unterstützt uns da noch ein bisschen. Vielen Dank. 3.000.